Die Eisbären unterliegen die Adler Mannheim hier in Mercedes-Benz Arena mit 3:5. Das heißt, es wird ein Spiel 4 in dieser Halbfinalserie ergeben. Einer der Torschützen aus Berliner Sicht, dieser Mann hier, unsere Nummer 39, Johan Södergran. Johan, ja, frustrierend ist es auf alle Fälle. Was ist denn heute für uns falsch gelaufen, deiner Meinung nach? You know, I don't think we put ourselves in good positions. We didn't help each other and we have to win battles. And I think the important thing now is just focusing on the next game and don't think about this too much. And just focus on the next one. Ja, Johann sagte, ja, vielleicht unser Stellungsspiel war heute nicht das Beste. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und ja, dadurch haben wir das Spiel verloren. Aber jetzt ist Mundabwischen angesagt. Wir müssen uns jetzt auf das bevorstehende Spiel, Spiel 4 in Mannheim denn konzentrieren. Das ist das Wichtigste jetzt für uns nach dieser Niederlage. Johann, gut für dich zumindest, dein erstes Playoff-Tor für die Eisbären geschossen. Seien wir ehrlich, so ein Tor spielt ein Spiel, gibt auch den sagt auch den Adlern, dass wir, auch wenn das Spiel verloren ist, dass wir nicht aufgeben. Yeah, I mean, we just have to play a 60-minute game. We can't play in two periods. We gotta stick to our game plan the whole game. And I mean, it's hard out there, and you can't rest a shift. You really need to give everything you have. And I think that's one thing we have to bring to the next game, to just win our battles and be a little bit more aggressive and physical too. Ja, Johann sagte, ja, natürlich, man muss 60 Minuten durchspielen. Man kann keine Verschnaufpause denn leisten, kann man überhaupt nicht. Man muss volle Konzentration in dieses Spiel hineingehen bis zum bitteren Ende, egal wie lange es dauert. Und das ist genau das, was wir machen müssen in Mannheim beim nächsten Spiel. Wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ist hart da draußen, Zweikämpfe gewinnen, Puck gewinnen, Plays machen. So, Stimmung heute für dich, es waren natürlich Fans waren voll da, hat Spaß gemacht und ich glaube, die Fans haben uns auch unterstützt, so gut wie sie konnten. Yeah, I mean, it's unbelievable. I never played a game like this and it's one of the best fans I've ever played for. So, and they're helping us a lot and we're really thankful for them and doing a great job. So, er sagte, ja, die Fans haben einen großartigen Job heute gemacht. Sehr, sehr laute Unterstützung von denen. Sowas hat er noch nie erlebt, dass es so laut ist in so einem Stadion. Großen Lob an die Fans. Dankeschön von Johan Södergran. Thanks very much, mate. We bounce back. We always bounce back. Thank you. Thank you very much, matey. There you go.